Hallo und willkommen zurück zu Stippvisite Gesundheit und Leben hier auf EV1 TV. Falls Sie den Anfang der Sendung verpasst haben sollten, ist das überhaupt kein Problem. Sie können sich diese und natürlich auch die vorherigen Sendungen noch einmal in unserer Mediathek anschauen. Auch heute haben wir wieder ein Porträt für Sie vorbereitet. Sarah Sebeke und Christina Prüni arbeiten im Qualitätsmanagement des Borromäus Hospitals in Leer. Was genau das bedeutet und welche Aufgaben dieser Beruf mit sich bringt, das erzählen Ihnen die beiden am besten selbst. Ich bin Sarah Sebeke, ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert auf Diplom und habe mich dann im Rahmen meines Hauptstudiums auf Gesundheitsmanagement, Gesundheitsökonomie und Arbeits- und Organisationspsychologie spezialisiert. Ich arbeite seit 2013 im Borromäus Hospital und ich leite die Abteilung Qualitätsmanagement und Organisationsentwicklung. Zertifizierung im Krankenhaus oder Zertifizierung in einem Fachbereich, wie beispielsweise der Orthopädie, also dort speziell das Endoprothetikzentrum, bedeutet, dass nachgewiesen wird, dass wir die Patientenversorgung von der Aufnahme bis zur Entlassung anhand vorgegebener Qualitätskriterien erfüllen und damit Qualitäts- oder Patientenversorgung auf hohem Niveau erbringen. Die Aufgaben, die ich oder auch meine Mitarbeiter im Rahmen einer Zertifizierung zu erfüllen haben, bestehen darin, dass wir mit den Mitarbeitern eben gemeinschaftlich überlegen, wie wir diese Anforderungen, die uns eine Fachgesellschaft, eine Norm oder auch eben ein Gesetz vorgibt, umsetzen können, dass das für die Mitarbeiter praktikabel ist und dass wir aber eben diese Anforderungen erfüllen und somit Patientenzufriedenheit am besten erhöhen oder darstellen, die Sicherheit der Patienten gewährleistet ist und eben diese gesetzlichen Rahmenbedingungen umgesetzt sind. Und meine Aufgabe, wie gesagt, ist es, das gemeinschaftlich mit den Mitarbeitern umzusetzen und eben schon mal vorzuprüfen, was existiert überhaupt, was muss gemacht werden. Also ich habe so ein bisschen den Gesamtüberblick über das, was gewährleistet sein muss. Ich bin Christina Prüni, arbeite seit Juni 2015 hier in der Abteilung im Qualitätsmanagement und Organisationsentwicklung. Und davor habe ich eine Ausbildung zur Kauffrau im Gesundheitswesen gemacht in einem Krankenhaus und im Anschluss den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen in Osnabrück absolviert. Zum einen haben wir ja natürlich den Patientenfragebogen. Viele schreiben aber auch einen Brief oder eine E-Mail, rufen an. Manche besuche ich auch persönlich im Patientenzimmer oder die Patienten kommen bei mir im Büro vorbei. Also wir wollen natürlich, dass unsere Patienten zufrieden nach Hause gehen. Wir bekommen viel Lob, das gebe ich dann auch an die Abteilung weiter. Wenn es mal nicht ganz so rund gelaufen ist, dann bespreche ich das auch mit den Abteilungen, die davon betroffen sind. Ich bin quasi so die zentrale Ansprechpartnerin für Lob und Beschwerden als Meinungsmanagerin. Daraus können wir dann Verbesserungspotenziale erarbeiten und entsprechend umsetzen, was ja auch unser Job im Qualitätsmanagement ist. In der Vergangenheit wurde öfter bemängelt, dass die Qualität unserer Kopfkissen nicht ganz so gut ist. Und das habe ich dann auch an das entsprechende Gremium weitergegeben. Dort wurde dann auch entschieden, dass wir neue Kopfkissen anschaffen. Innerhalb der Abteilung arbeiten wir Hand in Hand. Ich nehme meine Verbesserungspotenziale aus dem Meinungsmanagement in unsere Besprechung. Das Risikomanagement kommt dazu und dann gucken wir alle zusammen, was können wir tatsächlich angreifen und besser machen. Mein Job ist super abwechslungsreich. Ich habe sowohl mit Patienten zu tun, als auch mit vielen Mitarbeitern und Berufsgruppen unseres Krankenhauses. Und dadurch wird es nie langweilig. Wenn wir Projekte anstoßen, wie zum Beispiel die Einführung des Patientenidentifikationsarmbandes, dann machen wir das in der Regel mit einer interdisziplinären Arbeitsgruppe. Da kommen wir dann zusammen mit Ärzten und Pflegekräften, denn das sind die Mitarbeiter vor Ort und die wissen am besten, wie der Prozess nachher auszusehen hat, sodass tatsächlich gewährleistet ist, dass eben der Prozess, den wir entwickeln, zum Haus passt, zu der Abteilung passt und eben zu den Mitarbeitern bei uns im Haus. Wir sind keine Einzelkämpfer, sondern wir sind immer auf die Zusammenarbeit mit den anderen Mitarbeitern, sprich Pflege, Arzt, Funktionsdienst angewiesen und arbeiten eben gern zusammen mit den Mitarbeitern. Also das gemeinschaftliche Erarbeiten von neuen Projekten oder das Umsetzen von neuen Dingen, die es vorher nicht gegeben hat, wo man wirklich bei Null anfängt und sich erstmal überlegen muss, wie mache ich das, warum mache ich das und eben dann die Mitarbeiter mitzunehmen und gemeinschaftlich sich zu überlegen, was ist jetzt der beste Weg fürs Borro, für die Abteilung, das ist das, was mir super gut gefällt und was auch Ansporn ist jeden Tag.
Am 28. Januar gibt es das erste von 3 Orgelkonzerten auf der neuen Hybridorgel in der St. Bonifatius-Kapelle im Bonifatius-Hospital Lingen um 15 Uhr. Er spielt Kreiskantor Peter Müller aus Lingen. Am 11. Februar spielt Kirchenmusikdirektor Joachim Diedrichs und am 4. Februar Regionalkantor Balthasar Baumgartner aus Meppen. Der Eintritt ist frei, es wird eine Türkollekte geben. Und das war es auch schon wieder mit Stippvisite Gesundheit und Leben für heute. Wir sehen uns in 4 Wochen wieder. Hier kommt jetzt wie gewohnt eine neue Folge aus dem Sportpark Emsland in Meppen. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen hier bei uns heute im Sportpark Emsland. Ich stehe hier direkt vor dem Neubau und wir werden euch heute über den aktuellen Stand des zukünftigen Sportpark Emslandes informieren. Auch von mir ein herzliches Hallo aus dem Sportpark Emsland. Ich befinde mich jetzt direkt vor unserem Neubau. Das Dach ist mittlerweile draufgesetzt und in dem Neubau befinden sich unsere großzügigen Umkleidekabinen, ein Seminarraum, ein Kursraum und vor allen Dingen die neue Sauna. Die stelle ich euch jetzt von innen vor. Ich bin jetzt direkt im Innenbereich der Sauna und man kann ganz gut sehen, hier oben sind die Zimmereiarbeiten bereits abgeschlossen und ich glaube, jeder kann ganz gut erkennen, dass wir hier einen sehr großzügigen Bereich haben werden mit verschiedenen Saunen. Zu meiner rechten und zu meiner linken werden schon 2 verschiedene Saunen sein und auch in dem ganzen Bereich haben wir einen sehr großzügigen Ruhebereich. Außerdem haben wir einen Außenbereich und auch der wird sicherlich sehr großzügig entstehen. So, wir sind jetzt hier in unserer neuen Physiotherapiepraxis. Wir haben jetzt also alle Fenster einbauen lassen. Das heißt, es ist hier jetzt ein sehr schöner, heller Bereich entstanden und jeder Raum hat mindestens ein großes Fenster, so dass es sicherlich eine sehr angenehme Atmosphäre sein wird. Direkt hinter mir befindet sich einer meiner Lieblingsbereiche im neuen Sportpark Emsland. Das ist der Lounge- und Café-Bereich. Aus diesem Lounge- und Café-Bereich kann man direkt in den Sportpark auf die Trainingsfläche schauen und es wird zu einer ganz, ganz angenehmen Atmosphäre führen. Direkt aus dem neuen Kursraum komme ich jetzt zurück in die große Trainingshalle. In dieser Trainingshalle haben wir x Möglichkeiten, die Geräte zu stellen und verschiedenste neueste Fitnesstrends auszuleben. Direkt hinter mir sehen wir jetzt die Galerie. Oben auf der Galerie wird ein Functional Fitness Bereich Platz finden und darunter ein Body Performance Bereich, so dass dementsprechend auch die Jungs, die ein bisschen mehr Gas geben wollen beim Training, einen Platz für sich haben. Hier in der großen Trainingshalle haben wir dann die Cardio-Geräte, wir haben die neuen Zirkel, den neuen E-Gym-Zirkel und verschiedenste Möglichkeiten, uns hier, was den Fitnessbereich angeht, komplett auszuleben. Zum Schluss bin ich noch einmal im Außenbereich vom neuen Sportpark Emsland. Auch hier möchten wir euch noch einmal zeigen, wie sich dieser Bereich entwickelt hat. Seid gespannt, wie es hier demnächst aussehen wird. Wir werden euch jetzt in den nächsten Folgen immer wieder über den aktuellen Stand informieren. Das war's heute von uns aus dem Sportpark Emsland.